Wir haben gerade über eure Taten gesprochen, Jäger. Der Verräter Serevin hatte den Tod verdient. Die Voss haben ihn schwach gemacht. Dank euch haben wir einen Tarnjäger in unsere Gewalt gebracht, inklusive der Koordinaten von Malgus getarnter Station. General Hesker bereitet ihn für euren letzten Angriff vor. Serevin hat den General niedergeschossen. Wird er flugtauglich sein? Hesker ist verletzt, aber unerschütterlich. Niemand wird ihn von diesem Kampf abhalten. Aber ihr dürft noch nicht aufbrechen. Kurz nachdem Darth Serevin besiegt war, erhielten wir diese Nachricht vom Verräter. Gratulation, Regus. Euer Schergar hat mir Illum streitig gemacht, aber noch habt ihr nicht gesiegt. Ich habe mir die Ressourcen der Fabrik zunutze gemacht. Sobald die Droiden meine Tarnflotte gebaut haben, werde ich mit einem Schlag zerstören, was von eurem Imperium noch übrig ist. Morfenia und ich haben die Fabrik für das Imperium eingenommen und jetzt setzt der Verräter sie gegen uns ein. Es ist an der Zeit, dass wir Malgus seine Täuschung heimzahlen. Das Tarnschiff, das ihr erbeutet habt, ist bereit. Wir haben es mit einem Peilsender ausgestattet. Unsere Flotte wird euer Schiff verfolgen, während General Hesker euch zur Station des Verräters fliegt. Sobald ihr sicher im Inneren seid, werden wir angreifen. Heute wird ein Imperium fallen. Sorgt dafür, dass der Verlust bei Malgus dem Verräter liegt. Oh yeah. Wow. Das macht einen wirklich wütend, dass er jetzt sogar unsere Fabrik, die wir eingenommen haben, gegen uns verwendet. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also, sehen wir uns gleich in der Instanz und dann zahlen wir es ihm heim. Wuhu! Damit starten wir zum letzten Kampf. Der Schlacht um die getarnte Raumstation von Darth Malgus. Das wird ein Kampf. Das Beste, was das neue Imperium zu bieten hat, gegen uns. Und unsere Truppen, die des Imperiums. Und natürlich werden wir dadurch auch berühmt und berüchtigt. Und können damit alle Credits haben, die wir wollen. Starten wir das ganze Abenteuer. Solange unser dritter Kollege auch noch zur Instanz kommt. Okay, los geht's. Cutscene Time. Was Darth Serevin betrifft, tolle Arbeit. Aber das war nur die Aufwärmrunde vor Malgus, dem Verräter. Sieht angeschlagen aus. Ich habe mit dem Tarnjäger einen Testflug gemacht und einen vollen Systemtest durchgeführt. Wir können zu Malgus Station aufbrechen, sobald ihr den Befehl gebt. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Habt keinen Zweifel. Das Imperium wird Erfolg haben. Jetzt macht euch bereit. Es wird Zeit, dass wir einen falschen Imperator niederstrecken. Nicht schlecht. Überraschung! Ich habe fast gelesen, neugieriger imperialer Soldat. Wir wollen bestimmt wissen, wie wir hergekommen sind. Oh, und was haben wir hier? Olgrim von Arkes Vow, das ist so ein Wissenschaftler. Er hat immer ein paar tolle Sachen zu sagen. Willkommen im Herzen unseres neuen Imperiums. Ich bin Arkes Vode, Ingenieur, Architekt. Künstler, dient Darth Malgus gut, dann werden meine technologischen Schaffungen euch dienen. Scheint so eine Art Tourguide unserer Raumstation. Willenskraft, nichts für uns. Jede Menge Sis. Einsamer Sis-Marauder, wieso? Er hat doch eine ganze Truppe hier bei sich. Zu zweit einsam, die Sis-Marauder.
Wir müssen wir aber ein bisschen sehen. Hi. Wir Kopfgeldjäger können natürlich CC'en. Okay. Ah, den anderen CC, dann nehmen wir den. Okay. Sehr schön. Zwei rausgenommen. Muss wieder auf meinen originalen Specs switchen. Zum Heilen. Dann können wir loslegen. Müssen mal wieder seine Streitkräfte besiegen. Aber diesmal wird es auf seinem Territorium sein. Wir beenden das. Heute. Und hier. Vielleicht nicht direkt in diesem Hangar. Aber hier auf dieser Station. Und, ja, es hat auch anscheinend, wurde so die Fabrik genannt, die er übernommen hat. Da kommen wohl auch die ganzen Roboter. Aber ob er wirklich jeden Roboter der Station wieder zusammengebaut hat? Wir müssen erstmal die ganzen Sachen hier aufsammeln. Überall lassen sie ihr Zeugs rumliegen. Können wir irgendwie von den Konsolen kaputt machen, indem wir drauf rumtippen? Damit die Schiffe explodieren. Wir schießen mal auf den, die gehen auf den. Ich wollte ja nicht sagen, dass wir nicht mithelfen und immer nur rumstehen. Feuer frei! Auch die republikischen, die Trandoshanischen Kommandos können uns nicht aufhalten. Er hat wirklich alle... man musste nur eins lassen, er hat die ganzen verschiedenen Spezies des Galaxis vereint. Aber... wahrscheinlich nicht für den richtigen Grund. Ein neues Hologramm. Mal schauen, wo es das jetzt wirklich... Oh. Okay, da kommen seine ganzen Raumflieger her. Mit der korrekten Anwendung von Technologie erwacht das Unmögliche zum Leben. Wir können schneller reisen als Licht. Wir können in Wochen eine ganze Flotte bauen. Und wir können das Sichtbare unsichtbar machen. Also wenn ihr meine Ingenieure bei Meisterleistungen beobachtet, die Macht wie eine Kinderei aussehen lassen, denkt daran, dass alles möglich ist. Ja, interessante Sache. Macht versus Technik. Letztendlich sind wir hier ein komplett Macht... Wir sind nicht wirklich machtlos, wenn man das so sagen kann. Aber wir sind keine Machtanwender. Und wir nehmen hier es mit einem kompletten Imperium auf. Gott. Wir fliegen verschiedene Teile lang. Ha. Schnappen wir sie uns. Wir sollten vielleicht nicht so wirklich mit dem Rücken zum Abgrund stehen. Nur so ein Gefühl. Auch in der Instanz gibt es wieder viele Möglichkeiten, Gegner in die endlose Tiefe stürzen zu lassen. Aber manchmal backen sie dann doch nur aus. Wenn sie auf irgendeinem dieser Transportbänder landen, dann ist man ewig im Kampf. Unser kopfhältiger Tank stürzt sich rasant in die Schlacht. Wenn man hier ein bisschen Zwischenbomben. Die stehen gerade alle so günstig. Upp, Schutzschild aktivieren. Sie haben mit einem Hauch von Leben überlebt. Wie unfair ist das denn? Feuer, Feuer, Feuer auf den Medic. Die Trandoshaner sind grimmige, loyale Krieger. Es war kurzsichtig vom Rat der Sith, sie zu meiden. Ja, das kommt, wenn man mit schlechten Arbeitskollegen zusammensitzt. Lasst euch das eine Lehre sein. Irgendwann heuert man Riesenechsen an, weil sie es nicht tun. Oh, was haben wir denn hier? Ein Treibstofftank, ein Explosiver. Ah, ich bin gestunt. Ich bin blind. Natürlich überlebt der Sanitäter bis zuletzt.
Er hat wahrscheinlich nur sich selbst geheilt. Wir können Heiler manchmal sein. Ich gehe nur viel zu viel. Das macht das viele sprechen. Ich nehme die Instanz direkt nach der Schlacht um Ilum auf. Damit man es endlich hinter sich hat. In gewisser Weise ist es so unglaublich schwer, Gruppen zu finden. Er ist immer glücklich, wenn man jeden Kollegen hat, die einem aushelfen. Eigentlich ist es ganz schön anstrengend, so viel zu reden und dabei noch zu spielen. Aber für euch mache ich das natürlich gerne. Und es ist auch gut, endlich wieder reinzukommen in das Ganze. Ich weiß noch nicht genau, was ich sonst noch alles machen wollte. Zurzeit ist ja auch Diablo 3 draußen. Vielleicht ein bisschen Diablo 3, eher weniger. Also ich spiele auch zurzeit sehr viel StarCraft 2. Ich könnte also durchaus vielleicht ein paar StarCraft-Matches von mir selbst und von anderen casten. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ansonsten spiele ich auch noch einen sehr schönen Free-to-Play-Shooter, Tribes Ascent. Definitiv sehr gut. Wenn ihr mal drauf anschauen wollt, ich kann hier einen Link in das Video machen. Das ist Free-to-Play, das heißt, ihr könnt einfach mal reinschauen. Und es ist ein Referral-Link, also tut mir sogar noch was Gutes. Im Prinzip müsst ihr euch das ganze Spiel so vorstellen wie Kopfgeldjäger, nämlich Jetpacks. Und Skier. Nun, Kopfgeldjäger haben leider keine Skier, aber sie haben Jetpacks. Und Jetpacks machen jedes Spiel besser. Ist nicht so wirklich ein Call of Duty, modern Shooter, sondern mehr so Quake. Obwohl ich nie Quake gespielt habe, aber andere Leute sagen, es spielt sich selber Quake. Ist auf jeden Fall sehr mobil. Man hat nicht so viele Hitscan-Waffen, das heißt, wir können nicht... Unsere Waffen treffen nicht automatisch, sobald wir schießen und der Gegner im richtigen Fadenkreuz ist. Sondern man muss dafür Köpfchen einsetzen. Genau wie beim Heilen. Man muss sich schon überlegen, wie man heilen möchte. Aber zum Glück können unsere Heals nicht verfehlen. Ich habe es mir lustig vorgestellt, falls dann doch mal Heals verfehlen sollten und den Gegner treffen, also ihn heilen. Aber so richtig hat es noch kein Spiel zugelassen. Wir stehen hier kurz vor unserem ersten Boss. Track der Zerstörer, und dieser Boss ist im Hard Mode definitiv unglaublich schwer. Hier sehen wir einige Mobs sich verabschieden. Aber sie hatten Jetpacks, sie sind hier hochgeflogen. Sie können doch auch sicher ihre Jetpacks aktivieren, um dann sicher langsam zu fallen. Wer weiß. Wir nehmen uns nochmal schnell den Roboter. Ich hatte keinen Gegner im Visier. Wäre ich da in Range gewesen, hätte ich jetzt schön gepullt. Was der Gegner macht, ist mit seinen zwei Schwertern, die sehr stylisch aussehen, wird er wie wild um sich schlagen und damit ordentlich Schaden machen. Ist kaum zu vermeiden, deshalb im Hardmode extrem schwierig. Er wird auch auf Leute zuspringen und dann stunnen, was die Sache nicht einfacher macht, wenn man schon low HP ist. Ach, schauen wir, wie es läuft. Auf normalen Modus sollte er aber schaffbar sein. Er hat auch einen guten Kickback, glaube ich. Das heißt, wir sollten ihn nicht auf der Brücke bekämpfen, sondern dort mehr bei der Konsole. Wir müssen uns um seine Ads noch kümmern. Okay, jetzt sind fertig. Dann schlagen wir mal hier zu. Gehen wir unserem Tank. Ding. Sina hat so eine Art Cleave-Angriff, das heißt, er macht im Melee-Range noch extra Schaden. Ja, und schleudert unser Tank rum wie ein Diskuskugel. Hoffentlich fällt er nicht in die Abgrund. Er steht recht gut, ist er noch. Hier sieht man den Anjumpen und danach macht er gleich diesen Dreher. Geht so eine Art Ren-Rage-Modus. Im Normal-Modus geht er auch recht schnell zu Boden, aber im Hard-Mode hat das ganz schön in sich. Ich bin Hard-Mode in dieser Instanz nicht sehr weit gekommen. Bloß bis zum zweiten Boss. Da war dann Schluss, weil er zum Teil verbuggt war. Soll angeblich auch immer noch sein. Zum Teil war einfach zu schwer, nicht zu schaffen, nicht zu heilen. Aber wir haben es fast. Recht fix. Großmorf Regus hat mir gerade berichtet, dass die imperiale Flotte in Kürze hier sein wird. Eine Mütze. Und sie ist lila. Mal sehen, was sie uns zu sagen hat. Die Tarnflotte. Diese Schiffe werden die Galaxis auf unsichtbaren Flügeln formen. Solche Großartigkeit konnte nur durch die Vereinigung der Fabrik mit dem Technikgenie der Anomiden erlangt werden. Noch ein paar Upgrades. Und die Droiden der Fabrik können adeganische Kristalle verarbeiten.
und in Rekordzeit Tarnstaffeln konstruieren. Darth Malgus hat unsere Technologien vereint, so wie er die Galaxis vereinen wird. Das soll auch wieder gut sein. Vereinigung von Technologie. Aber wir müssten mal weiter, damit wir unsere Heals mit unserem Tank vereinigen können. Solange uns nicht aus der Range springt. Helfen wir auch immer ein bisschen mit Schaden zu machen. Damit es nicht auffällt, dass unser DD sich auch nochmal das Hologramm angeschaut hat. Das sei ihm ja gegönnt. Er nimmt geschickt hinter uns Deckung. Wir danken ihm sehr. Muss Konsolen zerstören. Stun wird überbewertet. Feuer frei. Jeder auf was eigenes. Jeder geht auf ein anderes Ziel. Wenn wir mal kurz umdenken und auf ihn gehen. Unser Schild aktivieren. Flop. Also im grünen Bereich. Den Kopfgeld. Ach ja, das ist ja auch eine mandalorische Wahl. Ich wollte gerade sagen, hat einen Helm wie ein Kopfgeldjäger. In der Tat, auch Mandalorianer haben sich Malgus angeschlossen. Das ist natürlich die Frage, ist das gut oder schlecht? Ich meine, rein technisch gesehen sind wir ja auch Mandalorianer. Dass wir gegen andere Mandalorianer kämpfen. Ja, wir haben unsere Loyalität mit dem Empire. Ach Gott, mit dem alten Imperium, denn das ist ja das neue Imperium. Und wenn wir sagen, wir haben mit dem Imperium, dann meinen wir, oh Gott, es wird kompliziert, sehen wir schon. Deshalb schießen wir auch einfach auf alles, was unser Feuer erwidert. Wir haben einen offenen Hangar, sozusagen. Ich kann nicht helfen. Jäger sind hinter mir her. Haltet nach Verteidigungsgeschützen Ausschau. Oh, das ist aber nicht unser Schiff. Imperator Malgus, grüßt euch. Jindo Cridley, Mandalorianer Schiffskapitän. Oh, er setzt seinen Helm auf. Cool. Okay, ich dachte, der hat gar... Ich dachte, der... Wie sagt man? Hätte seinen Helm immer auf, aber wusste ich gar nicht. Deswegen gerade jetzt ist er aufsetzt. Wie cool. Wir kämpfen also gegen einen freundlichen Kopfgeldjäger und sein Schiff. Ja. Fakt ist, sobald er vorne ist, müssen wir auf das Schiff feuern. Damit wir das Schiff... auch wegbekommen von uns, denn das wird uns mächtig mit Raketen bombardieren. Und wir können das Schiff tatsächlich auch runterholen. Können wir auch mal einen schönen Blick in die Umgebung haben, während hier unser Gegner mächtig hin und her fliegt. Das ist ein über so einen großen Planeten zu fliegen und hier ist das Schlachtschiff. Nicht schlecht. Oh, sie ist wieder vorne. Manchmal brauchen wir auch zwei Leute haben zum Klicken, weil er hat die Angewohnheit, einen ranzuziehen. Schiff zieht sich wieder zurück. Wer steuert eigentlich dieses Schiff? Wahrscheinlich dieser Bordcomputer, den auch wir bei uns im Schiff haben. Werfen wir mal unsere Artefakte an. Ein bisschen extra Heal. Power. Was unser... Der der Freund, der auch machen kann, ist noch Stunts mit dem Elektrofall. Da kannst du außerdem mit einem Flammenwerfer angreifen, aber nur wenn wir im Nahkampf drin sind. Das Schiff ist wieder nah dran. Yay! Feuer frei. Ziel wird erfasst. Boom. Je länger es nämlich da vorne ist, desto stärker werden seine Schüsse. Ich glaube, es war früher auch so, dass man das Schiff zu unterschiedlichen Plätzen geflogen ist. Anscheinend haben sie es rausgenommen, weil diese Kanonen konstant kaputt sind. Vielleicht ist es auch nur meine Einbildung. Wer weiß. Auf jeden Fall brennt das Schiff schon kräftig. Wie sieht es mit unserem Boss aus? Er hat noch mächtig Leben, wie wir hier sehen. Aber nicht so viel wie unser gigantischer Redghoul. Nur noch eine der längsten Kämpfe, die ich hatte. So, und Feuer frei. Boom. Hoffentlich ist das Schiff versichert. Und bald ist es putt.
Oh, das ist einer von uns, okay. Ich will zu sehen, welcher der Schützenfalle in dem gegnerischen Freund ist. Ah, irgendwie bin ich immobilisiert. Okay, das ist böse. Weiß ich. Fangen wir mal lieber wieder mal an mit Heilen, unseren AI-Gefährten hat es nämlich auch schon erledigt. Ich glaube, man kann sogar dem Boss Schaden machen mit Hilfe des Schiffes. Oh oh, ist wieder vorne dran. Komm schon, abschießen. Hey, 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 hey. Ich will wieder zurück. Ah! Ich dachte klar, das kickt mich runter, das war knapp. Und Feuer. Haben wir es. Ah. Ah. Ich nur ein Relikt habe, sogar ein Bedarfsfall. Und gleich ansetzen. Wo haben wir es denn? Da, oh, da bin den Slot. Hopp. Und feuern wir weiter. Unsere Roboterfreunde. Wir haben es geschafft, Jindo und sein Schiff zu besiegen. Und können uns jetzt tiefer ins Innere der Station vordringen, jetzt da der Abfangjäger nicht mehr unsere Flotte daran hindert, ins System zu jumpen. Wow. Ich glaube, der Kampf hat so richtig begonnen. Ab in die Ionenkanonenkammer. Was auch immer das bedeutet. Ah, das erinnert mich aber auch an etwas. Zum einen an den Death Star, ja. Aber zum anderen irgendwie auch an die Hammer Station. Vielleicht hat er da auch ein paar Pläne gestohlen. Wer weiß. Feuer frei. Ganz fast. Ach, da haben wir auch wieder dasselbe. Ja, eindeutig von der Hammer Station. Dieses Brücken, diese Brückenkonstruktion kann man nur daher kopieren, weil man sie nirgendwo anders finden würde. Oh, Moment, hier ist ja noch eine Brücke. Aber hinten ist so eine Art Station, da werden wir gleich mal wieder anschauen. Vielleicht unsere neuesten Aufrüstungen bemerkt. Verbesserte Turbolaser haben die letzte Geschützgeneration abgelöst. Spezialisierte Fluxkanonen können Großkampfschiffe mit einem einzigen Schuss zerstören. Aber was am wichtigsten ist, wir haben hochmoderne Tarntechnologie installiert. Diese Station ist vollkommen unsichtbar. Vom Himmel herab wird unser Imperium die Galaxis vereinen. Und Darth Malgus wird unser Imperator sein. Hm. Dann mal zurück in den Kampf und hoffen wir, dass sie nicht gleich feuert, während wir auf der Brücke rumlaufen. Aber das wäre ja zu einfach, unsere Geschichten so schnell zu beenden. Wir haben ja noch ein wichtiges Ziel vor Augen, aber trotzdem sollten wir von dieser Brücke runter. In Mündungen rumzulaufen ist nicht so wirklich das Sicherste, was man machen kann. Sehen hat unser Relikt einen schönen Effekt. Na ja, gut, ein knappes Leuchten. Aber komm so, vielleicht können wir da ja die Ionenkanone deaktivieren. Schön wär's. Nicht, dass die auf unsere Großkampfschiffe feuern. Waffen wir nochmal kräftig durch. Wuhu! Für das alte Imperium. Stellt euch vor, die würden eine feste Kraft in der Galaxis werden. Dann müsste man immer spezifizieren, welches Imperium man meint. Obwohl wohl beide nicht die wirklich guten sind. Naja, Ansichtssache. Auch nur Menschen. Mal abgesehen von den Sith. Zack. Oh, noch den Roboter. Als kleinen Nachtisch. Müssen noch irgendwo Waffenkonsolen rumstehen. Und noch nicht alle gefunden. Da vorne ist noch eine.
anscheinend. Vielleicht war es das auch schon. Ja, 4 von 6. Auf was haben sie denn bisher geschossen, wenn die imperiale Flotte jetzt erst eingetroffen ist? Entweder das oder Heskes hat eine verdammt langsame Reaktionszeit. Wir kämpfen hier draußen schon, aber falls ihr es nicht gehört habt, eine Explosion, die imperiale Flotte ist da. Oder irgendwer hat hier die Musik zu laut angedreht. Die versuchen alle an die Decken zu stupsen mit Besenstielen. Oh, wunderschön. Ich meine, ich verstehe, dass dieses Elektrizität schon sinnvoll ist. Aber warum haben sie die ganzen... Warum haben sie den Raum so extrem ausgeleuchtet? Wie tief geht das hier überhaupt runter? Für immer. Okay. Für immer und 3 Tage. Hören wir uns mal an, was unser Kollege hier zu sagen hat. Ihr seid im Energie.